Ei, Gude. Mist Eintracht hier. Ich bin zu, ich spiele nicht live, weil ich im Stadion bin. Und selbstverständlich spiele ich hier zu dem selbst. Beim Orakel-Kanal wisst ihr, KI spielt. Ich bin der Kommentator hier. Nur Emotionen mit Eintracht. Dementsprechend sehen wir schon die Qualität von Barcelona. Ich sollte erwähnen. Oh, danke. Dass ich eben schon gespielt habe. Ich habe das Spiel so dominiert, aber 2-0 verloren. 2-0 übrigens in der Nachspielzeit. 2-0 wurden angezeigt. In der 4. Minute wurde das Tor geschossen. Knauf. Willst du mich verarschen, Knauf? Warum? Also solch eine Chance musst du natürlich viel besser nutzen. Alter, ey. Was war das denn gerade? Den kriegt er noch. Oh ja, wow. Stark geholt. Hab mich leicht aufgeregt, so. Nein, ach Knauf. Hör mal auf damit. Das ist mir nämlich schon gegen Fürth aufgefallen. Raus. Doof einfach. Unnötig. Ist das euer Ernst? Achso, ich habe eine ganz interessante Ausstellung. Keine nominellen Stürmer, sondern hinten Stabilität drinne mit Hasebe. Der halt auch links und rechts Kostic und Knauf entlasten kann. Ist sozusagen der Staubsauger, wie manche Medien geschrieben haben. Jakic so, sowieso Stabilität. Und Kamada und Lindström, gerade Lindström mit der Schnelligkeit. Ist schon gut, gerade für Konter. Schön. Also. Los, Mann, wenn er mich angeschossen hat. Oh Mann, ey. Schön. Schön. Oh Mann, da kommt keiner. Oh fuck, das war natürlich doof jetzt. Hab ich nicht schon. Ach, Volltrapp. Sauber. Was war das denn? Oh. Jawohl, schön gemacht. So wie ich es haben, Junge. Na, ist kurz gekommen. Jawohl. Hab ich nicht angeschossen? Ich dachte zumindest. Natürlich, geht einer hin. Ich habe nach oben gedrückt, ich schwör's euch, ich habe nur nach oben gedrückt. Und nicht losgelassen, als das geschossen wurde. Der Leck, Alter. Na du. Willst du mich verarschen? Wie? Wie? Ja, nee, ist klar. Fuck off. Wie viel Pech kann man haben? Ha, Knaufala. Danke. Wir haben. Ah, natürlich gibt es da jetzt Ecke. Genauso wie vorhin da unten. Ah, gut gedrückt.
Aber wieso? Ach, ja. Wieso bleiben die auf einmal alle stehen? Kann einer durchstarten? Jawohl. Nein! Das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Was ein dummes Tor. Barcelona, klar besser. Na gut, dann sind sie halt klar besser. Wir hatten ja so auf ganz viele Halbchancen, wa? Wieder Knauf. Kann sie ihn auch selbst reinmachen? Hinterecker lang. Wieder, komm. Ich dachte, der geht gerade so in der, und zwar aber doch eindeutig. Komm schon mal. Wo denn? Wo war denn bitte jetzt ein Foul? Und Knauf, die ich die ganze Zeit angemacht habe. Jawohl. Zauberknauf. Sauberes Ding. Ach, Knauf. Alles wieder gut gemacht. Die letzte Stunde, die uns, was du mir angetan hast. Ich war kurz davor, dich auszuwechseln. Hi. Komm schon. Ja. Ha. Nein, ja, geht mir so. Du warst auch noch dran. Schön. Ja, trapp, trapp. Jawohl. Jawohl! Habe ich nicht angeschossen wieder? Keine Ahnung. Was? Ja. Ja, aber wieso? Wieso wacht nie das die Mitte so auf? Wie einfach durchlaufen konnte. Meine Fresse, ey. Ja, wenn Barcelona ohne allein nicht gewinnen kann, muss die KI helfen. Ne? Da kriegt ja da weg, kriegt schon einfach normal, wie du immer kriegst. Genau so ist der, geht doch. Okay, warum funktioniert's? Ecke. Natürlich gegen Wind jetzt. Jeden Kopfball habe ich bisher gewonnen, außer den. Oh.
gehst wieder hin, ja. Aber einer muss. Geh doch einer hin! Wieso geht noch keiner? Ich kann gerade in meine Tastatur beißen. Mein Fresse. In 2-1 hätten wir was machen können. Also 1-2. So wird's schwierig. Also. Ja. Komm mal, da geht's weg, willst du mich verarschen? Geht der Kamada weg. Ja, kannst mal abpfeifen, oder? Nein, aber ich bin im Zufrieden. Bin ich ganz ehrlich. Ganz vergessen, Atmen zu machen, glaube ich, ne? Ich sage auf jeden Fall Arrivederci. Bis dahin und gerne eure Tipps für das Spiel in die Kommentare rein. Ciao, ciao.